Jo Leute, was klappt? Herzlich willkommen zurück zu einem wieder auf meinem Kanal. Und ich habe heute mal wieder was zum Probieren mitgebracht. Und zwar ist das Ganze hier diese blaue Fanta. Das ist Lemon und Elderflower. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich bin jetzt nicht so Englischprofi. Also klar, Flower ist halt Blume, aber Elderflower kenne ich jetzt nicht, also gerade im Kopf. Das Ganze probieren wir jetzt mal. Ich glaube, das hat die meisten von euch schon mal probiert gehabt. Das Ganze hat auch pro 330 ml, also diese ganze Dose, 22 Gramm Zucker. Das ist schon eine ganze Menge. Insgesamt 92 Kalorien, das ist jetzt nicht so viel eigentlich sogar für so eine Dose. Aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Erstmal hier drauf tippen. Oh, ich liebe dieses Geräusch beim Dosenöffnen immer. Es riecht so ein bisschen nach Gummibärchen, so energy-mäßig drauf ist das. Aber so, wenn es so riecht, oder wenn es so richtig schmeckt, ja, wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann würde mich das auf jeden Fall freuen. Also, was ist freuen? Also, es riecht halt einfach lecker, so ein bisschen nach Energy. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann immer kaufen würde. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Mit Zimtschmack? Also klar, ja, man schmeckt auf jeden Fall noch die Fanta raus, das ist aber auch sehr gut sogar. Weiß man direkt, dass es Fanta ist. Aber es schmeckt gut sogar. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich gut schmeckt. Aber ich bin eigentlich nicht so der starke Fanta-Fan. Deswegen trinke ich nicht so oft Fanta, aber es schmeckt ganz gut eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so ein Getränk, das ich direkt kaufen würde, wo ich mir denke, so boah, jetzt ist mal eine Dose Fanta oder so. Aber ich würde es auf jeden Fall, wenn mir jemand sagt, ey, hast du Bock auf eine Fanta, sage ich direkt, ja, gerne doch. Und die schmeckt ganz gut, muss ich ehrlich sagen. So, es riecht nach Gummibärchen, aber schmeckt so ein bisschen Gummibärchen, aber auch noch ein bisschen Fanta. So beides Gemisch. Und das ist halt einfach lecker, muss ich ehrlich sagen. Ja, also für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt, die zu kaufen und zu probieren. Habe ich auch mal wieder jetzt nach einer ganzen Zeit ein Video hochgeladen hier auf dem Kanal. Also habt ihr vielleicht noch Wünsche, was ich vielleicht mal probieren soll in Getränken? Vielleicht gibt es irgendwie eine Limited Fanta Edition oder so, die man vielleicht nur in Holland oder so bekommt, weil ich bin vermutlich irgendwann bestimmt wieder in Holland. Vielleicht sogar noch jetzt in den nächsten 2 Wochen, weil ich habe ja jetzt gerade Ferien in NRW. Also lasst mich gerne wissen, ob ich mal wieder was Neues probieren soll, ob ich diesen Content öfters wieder liefern soll, ob ich wieder regelmäßig Videos posten soll oder was auch immer, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, peace out rein und bye.